Also heute möchte ich euch etwas erzählen. Also es ist eigentlich ein Review. Und zwar geht es wieder um eine App. Ja, und die ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Die habe ich mir heute geholt. Und die App heißt Modern Combat Zero Hour. Also beziehungsweise Modern Combat 4. Ja, es ist ein Ego-Shooter oder First-Person-Shooter. Ja, und auf jeden Fall. Also ist jetzt der Nachfolger von Modern Combat 3. Ich werde nach Reviews und Gameplays und den ganzen Kram machen. Aber weil ich gerade damit zu tun habe und so. Also ich bin da gerade dabei. Werde ich die etwas später hochstellen, aber ich werde euch jetzt ein bisschen sowas über das Spiel erzählen. Ja, also die Grafik wurde noch also viel verbessert. Also mal wieder verbessert. Auf dem Retina-Display ist es sogar besser als auf der PS3. Also allgemein, also die auf dem Retina-Display ist die Grafik, also das Spiel ist so bezogen, also ich muss wirklich schmunzeln. Es gibt ja auch bei der Black Ops 2 Werbung diese Flugzeuge mit diesen zwei Rotoren an der Seite. Ich mach das Spiel an, komm zu einem Flugzeug, ne? Also mal wieder so bezogen auf Black Ops 2, wie so ein kleiner Abklatsch, aber naja, ist aber eigentlich von der Story her anders. Joa, sonst ist das Spiel in der Grafik also wirklich verbessert worden, wenn man Grafik auf PS3 und bei dem Spiel vergleicht, ist die Grafik auf dem Retina Display besser. Auf jeden Fall. Und eigentlich auch schon so besser. Und ist wirklich sehr gut gemacht. Die interaktiven Szenen sind wirklich richtig geil gemacht. Also bei der Kampagne am Anfang dachte ich ja einfach nur abmetzeln und so. Und nachher kamen so diese geilen Szenen. Und was ich auch richtig geil fand, man kann den Bösen spielen. Das fand ich so geil. Also muss man wirklich sagen, das muss man im Spiel wirklich lassen. Also die 6 € da haben sich wirklich gelohnt, also für das Spiel auszugeben. Also man kann den Bösen spielen. Es gibt viele interaktive Szenen. Es gibt neue Waffen. Man kann auch im Multiplayer-Modus kann man sich die Waffen auch kaufen. Man muss jetzt nicht irgendwie warten, bis man Level 90 oder so ist, um Waffen freizuspielen, man braucht halt nur das Geld. Jo, was kann. Ah ja, zum Multiplayer. Es gibt neue Unterstützungsdinger. Also, es gibt zum Beispiel den EMP-Schlag. Also, der EMP-Schlag müsste eigentlich im Zocker bekannt sein. EMP-Schlag haut den Radar weg, also dass der Radar nicht mehr funktioniert, man sieht dann gar nichts mehr. Also auf dem Radar, der einfach nur rauschen. Es gibt noch Drohnen, eine leichte und eine schwere. Und die bedingen auch ordentlich Geld, habe ich schon ausprobiert. Und es gibt noch neue Aufsätze. Es gibt auf jeden Fall also neue Waffen. Es gibt neue Features, es gibt auch so also wie Klassen, einzelne Klassen, also so was wie Hardliner oder so was ähnliches halt. Es gibt neue Perks und so und neue Maps. Und die Maps sind viel größer. Also es gibt viel größere Maps und es gibt auch kleinere Maps. Also wenn ihr jetzt die Map Alarm ruft, wenn ihr damit einfach nur 1 gegen 1 zockt, dann braucht ihr schon 5 Minuten, bis ihr da euch einander findet. Aber sonst, die Maps, also es bockt schon, wenn ihr da mit ein paar Leuten zockt, auf jeden Fall. Und es gibt neue Spielmodis, zum Beispiel VIP, das ist sowas wie bei Counters von Counter-Strike. Dass ihr halt eine Person im Team habt, die VIP ist, also die wird dann immer zufällig ausgewählt. Den müsst ihr beschützen und es gibt da mal verschiedene Punkte-Limits und wenn der VIP gekillt wird, ist es 5 Punkte fürs gegnerische Team und wenn einer, also normaler gekillt wird, ist es ein Punkt.
aber schon wirklich richtig geil. Also müsst ihr euch selber holen. Ich kann das Spiel nur empfehlen, ist einfach nur geil. Und Kampagne und sowohl Multiplayer einfach nur geil. Die Grafik ist der Hammer. Kann man einfach nur empfehlen. Und also wirklich Daumen hoch für das Spiel. Wirklich Hammer. Also das kann sich schon sehen lassen. Das, ja. Hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich werde noch ein paar Reviews machen, direkt zum Spielen und so, und noch ein paar Szenen zeigen und so. Und das war jetzt erstmal so ein kleines Commentary dazu. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen, abonnieren, haut rein.